Hallo Leute, im heutigen Video möchte ich ganz gerne mit euch über meine ersten Eindrücke zu diesem neuen Balea Niacinamid Serum sprechen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid und euch jetzt fragt, wer ich überhaupt bin, mein Name ist Chenya und ich beschäftige mich bereits seit Jahren mit Inhaltsstoffen in Hautpflege und kosmetischen Mitteln allgemein und ich entwickle auch eigene Hautpflegeprodukte. Also falls euer Herz auch für Hautpflege und dekorative Kosmetik schlagen sollte, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das heutige Video zum Niacinamid Serum von Balea würde ich zwei teilen. Im ersten Teil spreche ich über die Inhaltsstoffe und auch über das Herstellerversprechen und ob die Inhaltsstoffe diesem Herstellerversprechen gerecht werden. Und im zweiten Teil zeige ich euch dieses Serum auch mal in Aktion und wie ich es in meine Routine integrieren würde. Das Balea Niacinamid Serum verfeinert das Hautbild und sorgt für eine glattere Hautoberfläche. Das leichte, ergiebige Gelserum reguliert die natürliche Talgproduktion der Haut und mildert das Erscheinungsbild vergrößerter Poren. Es unterstützt einen klaren und spürbar ebenmäßigen Ton. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, finden sich an jedem Satz des Herstellerversprechens Sternchen. Ein Sternchen bedeutet, dass es hier eine In-vivo-Studie mit den 33 TesterInnen nach vierwöchiger Anwendung gab. Zwei Sternchen bedeuten, dass es sich hierbei um eine Selbstbewertung der Probanden und der Probandinnen handelt. Am spannendsten finde ich persönlich das eine Sternchen, sprich die In-vivo-Studie, weil Selbstbewertungen, also wie bei den zwei Sternchen angegeben, sind arg subjektiv, schwer messbar und extrem von den Bedingungen abhängig. Bei In-vivo-Studien ist das nochmal was anderes. Wir wissen zwar nicht genau, wie diese hier durchgeführt wurde, aber bei den meisten Instituten läuft es nach standardisierten Vorgaben ab und es werden eben messbare Ergebnisse vorgelegt und das muss man ja einfach differenzieren zwischen einem subjektiven, persönlichen Wahrnehmen von irgendwelchen Ergebnissen und solchen messbaren Dingen. Das finde ich ja auf jeden Fall richtig, richtig gut, auch wenn es keine weiteren Angaben dazu gibt und natürlich auch die Probandenanzahlen nicht sonderlich groß war. Der Namensgeber Niacinamid ist in diesem Serum mit einer stolzen Konzentration von 10% enthalten, was ich persönlich relativ viel finde. Niacinamid ist zwar sehr vielseitig und auch gut hautverträglich. Es kann hilfreich bei Rötungen, Pigmentflecken sein. Es ist feuchtigkeitsbindend, es ist talgregulierend und stärkt auch die Hautbarriere. Aber diese Effekte sind bis zu einer Konzentration von 5% relativ gut erforscht. Alles, was darüber hinausgeht, kann natürlich unter Umständen die Haut reizen. Was ich beim Balea Niacinamid Serum wirklich großartig finde, ist die Tatsache, dass keine Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung beigefügt wurde. Denn dadurch können Menschen, die Probleme damit haben, das Serum auch mal ausprobieren. Im Serum findet ihr zusätzlich reizlinderndes Allantoin, feuchtigkeitsbindendes Glycerin, Pentylenglykol, Zink-PCA, Panthenol und Natriumhyaluronat. Falls ihr mehr zu Feuchthaltemitteln bzw. feuchtigkeitsbindenden Inhaltsstoffen in Skincare erfahren möchtet, ich habe ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch oben in dem i und auch nochmal unten in der Infobox. Nachdem wir über die Inhaltsstoffe des Balea Niacinamid Serums gesprochen haben, zeige ich euch jetzt im zweiten Teil, wie ich es in meine Routine integriere. Mir persönlich sind die 10% Niacinamid in diesem Serum ein bisschen too much. Ich habe auch bereits einige Produkte mit dieser Konzentration ausprobiert und muss sagen, dass ich damit nicht ganz so gut zurechtgekommen bin. Deshalb werde ich das Ganze jetzt verdünnen. Hierfür benutze ich heute mal das Serum von Pyeongkangyul, das einfach so ein bisschen basic formuliert ist. Ihr könnt aber auch die Catrice Moisturizing Serum Milk verwenden oder irgendeinen anderen Moisturizer, der so ein bisschen einfacher formuliert ist und nicht so viele Actives enthält. Ich würde euch auch empfehlen, die Produkte frisch zu mischen und nicht in der Verpackung selbst, weil das natürlich die Stabilität und auch die Konservierung der Produkte beeinflussen kann. So, und davon gebe ich mir jetzt einen Tropfen hier rein. Dann vermenge ich das und kann das schon aufs Gesicht auftragen. Ich finde aber, dass das Niacinamid Serum von Balea so ein bisschen klebrig ist. Also wenn man es pur auf die Haut aufträgt, dann wird es nach dem Antrocknen klebrig. Das heißt, es macht auch die Produkte, mit denen ihr das Serum vermengt, ein bisschen klebriger. Also das solltet ihr auf jeden Fall bedenken. Ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr möchtet, noch euren Moisturizer drüber auftragen. Ich würde aber mit meiner Sonnencreme weitermachen. Und
Da rollt sich jetzt auch gar nichts ab. Ich muss natürlich das Serum noch ein bisschen länger testen, um ein abschließendes Fazit zu geben. Aber bisher fühlt sich das Ganze ganz gut an. Ich konnte das Niacinamid-Serum bereits 3-mal ausprobieren und finde, dass es sich wunderbar mit Produkten mixen lässt. Abschließend muss ich sagen, wie toll ich es finde, dass es endlich ein Niacinamid-Serum für unter 5 Euro in der Drogerie gibt, das komplett unbeduftet ist und dass man auch wunderbar mit anderen Produkten mischen kann. Aber die 10% sind natürlich ein bisschen viel und alle, die eine empfindliche Haut haben, müssen dahingehend so ein bisschen aufpassen. Ich werde dieses Niacinamid-Serum von Balea einfach wie ein Booster verwenden und mit anderen Produkten vermengen. Und dann schauen wir mal, was der Langzeittest so hervorbringen wird. Und das war's schon mit meinen ersten Eindrücken zum neuen Niacinamid-Serum von Balea. Teilt das Video doch sehr, sehr gerne mit anderen Menschen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch auch gern ein Däumchen nach oben da und schreibt einen Kommentar, ob ihr dieses Serum testen werdet oder sogar bereits getestet habt.